zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Teil in der Reihe des City Checks im neuen Microsoft Flight Simulator 2020. Ich bin Tom und ihr seid hier bei mir auf dem Kanal bei Snoo Gaming. Heute bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen, auf zwei Dinge, die ich heute ankündigen kann. Nämlich zum einen ist dieses das erste Video, welches ich komplett selbst editiert, gestaltet, geschnitten und ja, irgendwie auch produziert habe. Und zum anderen habe ich beschlossen, das ein oder andere Video demnächst auch auf Englisch hier auf dem Kanal zu veröffentlichen. Warum? Ja, weil ich einige Videos geplant habe, die vielleicht auch für Menschen außerhalb Deutschlands interessant sind und sein können. Und ja, da bietet sich Englisch als Sprache dann an. Die Hauptsprache wird aber weiterhin Deutsch bleiben. Aber genug der einleitenden Worte. Wir sind heute hier in Kiel, im Nordosten von Deutschland. Kiel liegt, wie alle wissen, an der Ostsee und ist eine große Studentenstadt, aber auch eine Stadt mit einem großen Marinestützpunkt der deutschen Marine sowie zahlreicher Schifffahrtsindustrie und Tourismusindustrie. Wir starten am Flugplatz Kiel-Holtenau und fliegen zunächst über die Kieler Förde in Richtung Nordosten. Wie wir hier sehen, ist es Microsoft Flight Simulator typisch. Die eine oder andere Textur sieht dann von nahen doch nicht so gut aus, weil das die AI, die künstliche Intelligenz, die das teilweise hier oder in großen Teilen produziert und ausgewertet hat anhand von Satellitenbildern, eben nicht so gut ist, wie man es gerne hätte. Hier sehen wir die Lindenau Schiffswerft, 1949 in Kiel erneut gegründet, in der Nähe der Ortschaft Friedrichsort. Es geht weiter, und zwar zum gegenüberliegenden Landstrich der Kieler Förde, also auch von Kiel gelegen, in Richtung Laboe. Hier finden wir zwei sehr bekannte Ehrenmale, Denkmäler, die man auch besuchen kann und die ja dem maritimen Charme der Stadt Kiel irgendwie entgegenkommen und auch dorthin passen. Nämlich zum einen das U-Boot-Fahrerdenkmal und das Marinedenkmal in Laboe. Ja, ein kurzer Flug über die Förde und vor uns liegt bereits Laboe. Hier einmal eingeblendet und markiert Laboe als Stadt für Naherholung, Tourismus und alles, was drum und dran dazugehört, sowie die Marina in Laboe. Ein kleines Stückchen weiter befindet sich dann das Marine-Ehrenmal in Laboe mit dem dazugehörigen, davor gelagerten U-Boot, welches als Museum dient. Hier lohnt sich ein Besuch und ja, hier ist es leider auch wieder so, dass das Marine-Ehrenmal im Flugsimulator nicht so richtig abgebildet ist. Wer genau hinschaut, sieht den Schatten des Gebäudes, wie er eigentlich sein sollte, sieht aber die 3D-Textur im Flugsimulator selber nicht. Das Marine-Ehrenmal in Laboe wurde 1932 erbaut und hatte zunächst das Ziel, an alle deutschen Seefahrer zu erinnern, welche im Ersten Weltkrieg ihr Leben auf See gelassen haben. Es wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört, da anfliegende alliierte Bomberverbände das Denkmal als Orientierungshilfe genutzt haben, auf dem Weg nach Kiel und zu anderen Städten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht nur zu Ehren deutscher Seeleute, sondern auch zu Ehren aller Seeleute, die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ihr Leben auf See ließen, gewidmet, gedacht und auch so gesehen. Hier unter eurer Fragfläche sehen wir jetzt das U-Boot mit der Nummer U995. Dies ist ein Original-U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, heute ein Museum. Und den U-Boot-Typ kennt ihr vielleicht aus dem weltbekannten Kinofilm Das Boot. So, hier links nochmal die Marina von Laboe zu sehen. Und wir fliegen jetzt in Richtung Südosten, also auf der anderen Seite der Kieler Förde entlang. Und sehen jetzt vor uns, quasi an dieser Landzunge der Kleinen dort, das U-Boot-Fahrerdenkmal, welches gleich auch nochmal markiert wird. Das U-Boot-Ehrenmal wurde 1938 erbaut und sollte an die deutschen U-Boot-Fahrer erinnern,
die vor allem im Ersten, dann aber auch im Zweiten Weltkrieg ihr Leben auf See gelassen haben. Auch das ist ein Besuch wert, wie ich finde. Ja, es war irgendwann mal in den Schlagzeilen aufgrund dessen, dass jemand die schweren Bronzeketten, die dort gespannt sind, geklaut hat. Hier sehen wir Alt-Heikendorf. Alt-Heikendorf ist ein Dorf, welches erstmals um 1290 erwähnt wurde. Hier leben ursprünglich vor allem Bauern und Fischer. Heute hat es ca. 4000 Einwohner. Weiter geht's in Richtung Kiel und wir fliegen auf die Ortschaft Mönckeberg zu. Mönckeberg ist eine Gemeinde, Nies-Gemeinde auf unserer Route. Hier links sehen wir noch den dazugehörigen Golfplatz, der dort in dem Bereich zu finden ist. Und Mönckeberg, ja, oder in der Nähe von Mönckeberg hat man einen schönen Blick über die Kieler Förde auf Kiel. Diese Gemeinde wurde erstmals um 1300 erwähnt und hat derzeit ca. 4100 Einwohner. Sie ist genau wie Heikendorf keine Gemeinde, die zu Kiel gehört. Also ist weder ein Stadtteil, noch gehört sie dazu. Ja, hier sehen wir die Ortschaft Neumühlendorf, Dietrichsdorf und unter uns ist jetzt das Seekraftwerk zu finden. Dieses Seekraftwerk, ja, ist auch bekannt, genauso wie letztendlich die Werft, über die wir jetzt fliegen. Auf der anderen Seite des Ufers, also kielseitig, wenn man so möchte, sieht man jetzt den Landtag von Schleswig-Holstein. Der Landtag von Schleswig-Holstein, ja, oder das Gebäude des Landtages wurde zu Kaiserszeiten errichtet, als Kiel noch zum Zentrum der kaiserlichen Kriegsmarine gemacht wurde. Das Gebäude wurde 1888 errichtet und beherbergte zunächst die kaiserliche Marineakademie. Wir fliegen weiter und kommen jetzt weiter in Richtung Stadtzentrum. Wir sehen hier rechts das Cruise Terminal, den sogenannten Ostseekai. Und auf der anderen Seite, dort wo jetzt die Schiffe auch zu sehen sind, sehen wir den ein weiteres Terminal, den Norwegian Kai oder Norwegen Kai. Ja, und hier sehen wir schon den ersten Blick des Zentrums haben den ersten Blick auf das Zentrum von Kiel. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Erstmal machen wir eine kleine Linkskurve und nehmen noch die ersten Stadtteile von Kiel mit, nämlich Garden Ost und in der Folge auch Garden Süd. Wir fliegen dann weiter nach einer kleinen Schleife Richtung Funkturm und werden dann noch einmal zum Stadtzentrum fliegen und uns dort das ein oder andere Gebäude anschauen. Hier Garden Süd mit dem ein oder anderen an Gewerbegebiet und nachdem wir jetzt diese kleine Rechtskurve gemacht haben, sehen wir rechts am Rand schon den Funkturm ins Bild kommen. Dieser dürfte allen, die in Kiel waren oder dort leben, auch bekannt sein. Der Funkturm wurde 1973 bis 1994 erbaut und hat eine Höhe von 296,9 Metern. Ja, nach einem weiteren kleinen Schwenk fliegen wir erneut über das Stadtzentrum von Kiel. Ich finde die Wälder und auch die Häuser, die Gebäude, die hier sind, die sind alle gut getroffen, geben wirklich ein gutes Bild von der Stadt Kiel ab. Und ja, geben ein sehr realistisches Gefühl, wenn man da drüber fliegt. Und ja, einen guten Eindruck einfach. Hier rechts im Bild sehen wir jetzt den Hauptbahnhof von Kiel.
Dieser wurde von 1995 bis 1900 erbaut und hat täglich ca. 25.000 Menschen, die ihn nutzen. Direkt gegenüber befindet sich das Atlantic Hotel, hier noch unten zu sehen diverse Restaurants und Bars. Hier links das Rathaus von Kiel. Dieses, ja, ist auch recht bekannt, wurde 1907 bis 1911 erbaut und wird durch den 106 Meter hohen Rathausturm charakterisiert. Dieser wurde dem berühmten Markusturm in der Stadt Venedig nachempfunden. Passanten haben hier viertelstündig die Gelegenheit, das Glockenspiel des Turms anzuhören. Ja, wir fliegen weiter. Wie man sieht, hat auch Kiel die ein oder andere grüne Ecke, kleinere Seen. Hier sehen wir den Wasserturm in Ravensberg oder den Wasserturm in Ravensberg, 1866 erbaut. 1866 wurde die zentrale Wasserversorgung in Kiel eingerichtet und 1896 der Turm fertiggestellt. Hier die Universität Kiel mit knapp 246.000 Einwohnern. Ist Kiel, wie gesagt, auch eine Studentenstadt. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde 1665 gegründet und ist nach ihrem Gründer Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf benannt. Alumni und Forscher der Universität wurden bislang mit insgesamt 12 Nobelpreisen ausgezeichnet. Heute studieren hier ca. 27.000 Studenten in 190 Studiengängen und wir haben gerade das Gelände der Hauptuni gesehen. Rechts hatten wir gerade den Stadtteil Wick gesehen, in dem auch der Marinestützpunkt beheimatet ist. Und wir fliegen jetzt über die Bundesstraße 76 und sehen hier am Horizont auch schon den Nordostseekanal, welcher, wie der Name schon sagt, die Nordsee mit der Ostsee verbindet. Der Kanal wurde von 1887 bis 1895 erbaut, also in gar nicht mal so langer Zeit, und war bis 1948 auch unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Kanal bekannt. Heute hat er nach weiteren Ausbaumaßnahmen insgesamt eine Länge von 98,26 Kilometern. Ja, wir fliegen jetzt über den Stadtteil Suchsdorf, welcher im Nordwesten von Kiel liegt. Hier leben knapp 9.400 Einwohner. Hier links im Bild sehen wir die Gemeinde Kronshagen. Diese ist eine eigenständige Gemeinde, gehört nicht zu Kiel. Hier leben knapp 12.000 Menschen. Kronshagen hat mit dem Friedhof Eichhof den größten Friedhof in ganz Schleswig-Holstein. Nice to know. Der nächste Stadtteil Kiels, über den wir fliegen, ist Mettenhof, jetzt direkt vor uns. Dieser ist vor allem für seine Hochhäuser und auch als Großwohnsiedlung aus den 1960er Jahren bekannt. Hier wohnen knapp 20.000 Menschen. Das bekannteste Hochhaus ist der sogenannte Weiße Riese. Dieses Hochhaus hat 25 Stockwerke, von denen 22 bewohnt sind. Und hier links, jetzt auf der kurz vor der Tragfläche, sehen wir dieses Hochhaus auch, den Weißen Riesen. Weiter geht's jetzt in Richtung Osten über den Stadtteil Hasseldiecksdamm. Der liegt jetzt direkt vor uns. Und auch hier sehen wir nochmal die Hochhäuser in Mettenhof. Und jetzt vor uns, wie gesagt, der Stadtteil Hasseldiecksdamm. Hasseldiecksdamm, so ist richtig. Hier befindet sich auch ein Stützpunkt der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk oder auch THW. Kiel ist ja nun mal auch für den THW Kiel im Handball vor allem auch bekannt. Ein kurzer Flug über die A215 in das Gewerbegebiet Kiel-Hassee oder
Aasee. Wir sehen die Gebäude des Cityparks und fliegen gleich noch über ein Stück Schweden in Deutschland. Wer hätte es gedacht? Wir fliegen über das hier ansässige IKEA-Gebäude. Ja, langsam, aber sicher nähern wir uns jetzt wieder dem Stadtzentrum Kiels und überfliegen noch den Stadtteil Südfriedhof und den Südfriedhof in Kiel, der gleichzeitig Namensgeber des Stadtteils ist. Hier rechts sehen wir noch einmal den Funkturm und machen einen weiteren Schwenk über die Innenstadt, das Zentrum von Kiel. Hier nochmal das Hafenbecken, Hauptbahnhof, Atlantik, ja, wie gesagt, viele Restaurants hier, Vapianos, L'Osteria, hier links gibt es gleich einen Platz, da ist Peter Payne und Hans im Glück und wie sie alle heißen, da kann man gut sitzen, abends draußen, gut essen, auch gut was trinken, wer das denn mag und ja, einfach entspannt bei hoffentlich gutem Wetter Kiel genießen. So, zu unserer Linken sehen wir jetzt den Kirchturm der St. Pauluskirche, welcher früher mal die Garnisonskirche der Kaiserlichen Marine in Kiel gewesen ist. Dieser wurde 1878 bis 1882 gebaut und der Kirchturm ist 72 Meter hoch. Als nächstes überfliegen wir jetzt den Stadtteil Düsternbrook. Hier leben insgesamt knapp 3200 Menschen. Vor uns sehen wir jetzt schon am Horizont den Hafen des Marinestützpunkts Kiel. Hier ist unter anderem die Heimat des Segelschulschiffs Gorch Fock sowie der Einsatzflottille 1 und dem 3. Minensuchgeschwader der deutschen Marine. Die Schiffe und Boote lagern sind vor Anker, lagern dort im sogenannten Tirpitzhafen, welcher noch im Jahre 2020 in den Oskar-Kusch-Hafen umbenannt werden soll. Ob das tatsächlich passiert, kann ich natürlich nicht sagen, aber das sind die Informationen, die ich darüber gefunden habe. Ja, hier links sehen wir dann noch die Schleuse, die auch gleichzeitig die Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal darstellt und im Hintergrund den Flugplatz Kiel-Holtenau, ja, auf den wir vorhin gestartet sind und auf den wir jetzt auch in Kürze wieder landen werden. Aus der Perspektive sieht das Ganze auch schon wieder deutlich besser aus als vorhin beim Start, als wir über das Brachland da geflogen sind. Um euch die Szenerie auch im Morgengrauen zu zeigen, gehen wir jetzt in den Splitscreen über. Bin einmal im Morgengrauen geflogen, das heißt kurz vor 7 Uhr los, in die aufgehende Sonne hinein. Und die Bilder seht ihr jetzt hier. Und die Bilder seht ihr auch gleich bei der Landung in einem weiteren Splitscreen. Ja, immer wieder begeistert bin ich tatsächlich von den Bäumen, wie sie hier dargestellt sind, im Vergleich zu X-Plane 11. Sind es noch Welten, die dazwischen liegen und bin auch begeistert über das relativ ruckelfreie Fliegen hier in der 4K-Auflösung, wenn man so möchte. Ich spiele ja auf einem 34 Zoll 21:9 Widescreen Monitor und das braucht schon ein bisschen Power mit meiner RTX 2080 overclocked, läuft das doch eigentlich ganz gut. Also könnte deutlich unzufriedener mit der Grafik sein. So, auf geht's in den Landeanflug. Einmal mittags, das ist so die normale Zeit, in der wir jetzt geflogen sind. Und dann jetzt im Splitscreen auch im Morgengrauen. Hier sieht man auch gut die Beleuchtung der einzelnen Häuser dann und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende des heutigen Citychecks.
Ich hoffe, der Rundflug über Kiel und die Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung haben euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir sehr gerne eure Gedanken und Anmerkungen in den Kommentaren da. Sagt mir, was ich vielleicht noch besser machen kann oder auch gerne, was ihr mal sehen wollen würdet. Einige haben das ja bei anderen Videos schon getan. Und ja, falls ihr noch kein Abonnent seid, dann vergesst doch auch bitte das nicht. Klickt auf den Abo-Button, klickt auf den Subscribe-Button, macht gerne auch die Glocke an. Und ja, dann seid ihr auch in Zukunft immer wieder informiert, schnell informiert, wenn es hier auf dem Kanal was Neues gibt. Ja, zu guter Letzt habe ich noch 5 Minuten für euch von einem Flug über Kiel und Umgebung im Morgengrauen. Das ist das andere, was schon ein bisschen eingeblendet war. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und ja, bis dahin, salut, ciao, ciao und bye, bye.